Shalom Aleichem. Heute schicke ich eine besondere liebe Grüße an meinen lieben Vater, der mich jetzt hört, bei sich zu Hause. Jetzt müssen alle zu Hause bleiben. Und ich möchte, mein Vater soll gesund sein, Rav Joshua Raskin Schlita, paar Gedanken teilen. Die habe ich heute nachgedacht und euch auch alle mit diesem Dvar Torah, mit diesem Torah-Gedanke, euch ein bisschen beglücklichen in dieser Zeit. Ich habe gedacht, euch zu teilen ein schöner Gedanke von einem großen jüdischen Schriftsteller, Heschke Dubrowski. Er ist einer besonderen jüdisch-literarischen Schriftsteller, der hat gelebt in Amerika. Der hat geschrieben sehr viele Artikel zu den Zeitungen, Allgemeine Journal und Vorwärts. Und er hat euch herausgegeben, ein Buch in Jiddisch, Teure Gedanken. Sehr interessanten Erklärungen und Kommentare auf die Teure. Ich möchte heute euch teilen, etwas von seinen Gedanken, was er sagt. Es steht geschrieben in die Teure, wenn die 12 Stämme, die Schwotim von Yankev, sind gekommen, kein Mitzrayim, um zu, in die schwere Hungerjahren, was ist nicht gewesen, was zu essen, die sind gekommen zu Yosef, zu kaufen Tvue, Getreide, von seinen ungesammelten, riesigen Zapassen von Tvue. Und sagt der Posuk, sagt die Teure, Vayaker Yosef es Echov, Vehem loikiru. Yosef oderkennt seine Brüder nach seinen Zerscheid über 20 Jahren, aber sie haben ihn nicht erkennt. Das heißt, Yosef hat Zadik gekannt seine Brüder, er hat sie gleich erkannt, aber sie haben ihn nicht erkannt. Einer von den Tamim, von den Gründen, wieso Yosef erkennt seine Brüder, weil wenn Yosef ist Abschied genommen von seinen Brüdern, er ist gewesen ohne Bord. Und jetzt mit 39 hat er ein anderes Aussehen, er sieht aus anders, der Pfarr, er hat sie erkannt, weil er ist rausgegangen ohne Bord und jetzt ist er mit einem vollen Bord. Es ist bewusst, dass jede Sache in die Teure hat auch eine poschete Sache, eine einfache Sache, hat eine innerlichen, tiefen Risiken bedeutet. Und da ist auch der Unterschied, was der Bruder um Josef nicht erkennt, in der Zeit, wo er sie ja erkennt. Sie ist eine hecherdicke, weiterdicke Idee. Vor dem, dass ich lese weiter den Artikel von Shir Dubrowski, ich will euch etwas sagen. Josef ist gewesen 17 Jahre, als er ist verkauft geworden durch seine Brüder. Die waren sehr schlecht und grausam zu ihm. Sie haben ihn verkauft ohne Rachmones. Und jetzt zeigt er sie Rachmones. Also sie haben ihn vergessen durch ihre schwere Benehmung. Und Yosef ist trotzdem lieb zu seinen Brüdern und er hat sie lieb trotz alles, was sie haben ihm gemacht. Mit 17 Jahren hat er ein anderes Pony, ein anderes Gesicht. Und jetzt ist er schon 39. Und er hat ein langes Bord. Und er hat auch gesprochen mit seinen Brüdern, nicht Loschen Koidisch. Er hat mit denen gesprochen, Mitzrisch, in einer anderen Sprache. Und es steht geschrieben, es war sogar eine Dolmetscher zwischen die beiden. Sagt der Bess Yosef, Reb Yosef Karo in seiner Drosches, dass Yosef hat gehabt so eine Mitznefes, so eine Mütze, was hat bedeckt dem Stirn und der Nase. Und Yosef war ein bisschen in Heuschach, in Dunkelheit, und die seinen Gewinn in Licht. Und er hat mit denen gesprochen, hart und stark, sie haben ihn nicht erkannt, also praktisch, sie konnten ihn nicht erkennen.
Also, einfach, es ist einfach zu erklären, dass er war in die Dunkelheit und sie waren in Licht. Er war alt und mit der Bord und mit der bedeckten Gesicht und gesprochen eine andere Sprache, haben sie nicht erkannt. Aber jetzt kommt die Gedanke von Heschke Dubrowski, der bringt eine Sicha, eine Lehre, eine Lektion von dem Rebbe. Er sagt, wie darf sich Ayid führen, wenn er sucht dem Emes und er will nenter sein zu dem Ebersten? Er sieht dem Schecker und dem Hevel Avolim von der Welt herum ihm. Er sieht die Eitelkeit, die Unwichtigkeit, die Nichtigkeit von dieser Welt. Und er will sich herausreißen von dem verführerischen Huha von dieser Welt, von diesem Eulam. Und sich behaften mit etwas, was emesdig, anständig, Wahrheit, nitzrisdig, Ewigkeit. Mit dem Ebersten, er will sein verbunden mit seinen Teure, mit seinen Mitzwes. Es legt sich auf den Sechel, als der beste Weg, wie kann man von dem verführerischen Welt zu Hashem, nennt er sein, zu der Ebersten. Ayid darf entläufen von Menschen, entläufen von der Welt, entläufen in eine Midbar, entläufen in eine Wüste. Weit von ganzen weltlichen Geschehnissen. Sein dort allein mit dem göttlichen Beschäfer und dort dienen dem Ebersten ohne Strengungen von der materialistischen, verführerischen Welt mit ihren ganzen Verstrickungen, Blockaden, Problemen, Meshugas. Guck dir die Welt doch an, wirst du verstehen, wie kann man normal noch bleiben in Asa. Welt, die hat in sich kein Emes, keine Wahrheit, keine Ewigkeit und kein Licht von dem Ebester. Gefind men Take, was sie redet in Chassidismus, als das ist Take gewesen, dem Grund, die Siebe, vor was die Brüder von Josefen haben sich ausgeklebt zu seiner Apastocher, a Schafhirte. Zu paschen Rinder, Aschof, in die Felder, außer dem Stadt und Yishuv Bnei Odom, außerhalb dort, wo Menschen leben und sich befinden. Sie haben nicht gewollt, die Brüder, die 10 Schwotim, wollten nicht sein verbunden mit dem Weltgrüder, von seinem Standpunkt. Und sie wollten weggehen, und dort füttern die Schäferlach. Das ist die ideale Beschäftigung, zu bleiben eingeschlossen in einer höherdicke, spirituelle, ruchnisdicken Welt. Eine Welt von Gdusche, eine Welt von Heiligtum und eine Welt von Tare, eine Welt von Reinheit. Und auch die Brüder Josefs kommen herab in Mitzrayim und auch wenn die Brüder kommen jetzt nach Ägypten, was ist gewesen mehr unwürdig von alle anderen Länder. Also Mitzrayim war in dieser Zeit die hauptwestlichen moderne Welt. Eine Mischung von Amerika, eine Mischung von Thailand, ein sehr proste und unideale Ort für fromme, religiösen, anständige Juden zu leben. Er ist gekommen, die Brüder kommen jetzt, wohin? In die große mitzrische Metropole. Also die Metropolie von der ganzen Welt, die Pyramide von der ganzen Welt, was damals ist gewesen, überfüllt mit weltlichen Gefilder und Sturm. Und dort sind getroffen alle mächtigen Herrscher von dem größten Land Mitzrayim. Isloi Kiru, dort in Mitzrayim, haben sie der Ebischter nicht gekannt, nicht erkennen. Sie hat nicht gekannt einfallen, die Brüder von Josefen, sie haben nicht gekannt in sich einfallen, zu haben in sich als ein Gedanke, als ein Mann, in ein allerhöchster Amt, fordert eine riesige Eingliederung, ist kol mini Gedichte,
staatliche Meluche-Tätigkeiten in alle weltlichen Regierungsamt Sachen, was er tut, soll er gar sein, also ihre Brüder. Es kann sein, dass das ist meine Brüder, so ein Mensch, der ist oben auf die Pyramide, ein Mensch, der so viel beschäftigt mit weltlichen, taktischen, finanziellen Kalkulierung von dem ganzen Land Mizraim. Der Heino, was heißt das? Kann nicht sein, dass ihre Brüder ist noch verbunden und behaupten überhaupt mit Gdusche, mit Göttlichkeit. Leute sehen noch, Leute ihre Gedanken, ist das gewesen eine unmögliche Sache. Unmöglich, dass Josef ist geblieben, Josef Azadik, der Gerechter, der Heilige. Sich und a so ja roblosen einem weltlichen Nieder und gleichzeitig, wo er ist so nieder, zu sein ein himmelgeistiger, ein derhäubener Mensch. Diesen zwei Statifären Stufen, Memadion, konnten sie nicht in sich klären. Haben die Brüder Tage ihm den Mann nicht erkennt, nicht der Blickt dem Emerson Josef. Sie konnten nicht anerkennen, entblicken und entpalken die wahre Josef. Und sie haben gemeint, also das ist Astam, ein Faker und gar ein heuchischer, mitrischer Chinovnik. Chinovnik kenne ich nicht das Wort, das kann bestimmt mein Papa, er spricht Russisch. Ein mitrischer Chinovnik, ein mitrischer Goy, wo, wie alle anderen in Mizraim, ein Chinovnik. So haben sie gedacht, das ist Josef. Also sieht es aus, wirklich von seinem Standpunkt, aber so hat sich ausgesehen von ihrem Blick, von den Brüdern auf Josef. Aber der Emes ist, als Josef ist gestanden auf a viel höhere Madrege wie seinen Brüder. Und er hat vermogt a solche neshome dicke Keches und beweisen zu den Greichen asa geistige Heuch. Was hat Basé ausgesehen, wie nicht de Griechenbar. Sie konnten nicht de Griechenbare Vorstellungskraft gehabt, dass Josef ist in so einem himmlischen Zustand. Sendig der größere Herrscher in Mizraim, verworfen mit der unzollige Regierungspflichten. Und er ist geblieben, Josef Azadik, mit Zitkus Erdwekus zum Beschäfer, mit einer gerechtigen Anhängschaft zum dem Ebischter der Beschäfer. Er ist gewesen Messugel, er konnte zu sein Non zu dem Ebischten, nicht darfen dick zu lieb dem sich der Weiteren und Ankläufen von der Beschäftigung von der Welt. Haben seine Brüder ihn nicht erkannt, sie haben nicht gehabt, kein der Kenntnis. Als er sah, heuche Madrege, Leute sehr Sorge, können noch bleiben, sein gebunden mit Hashem Isborach, mit der Ebischter, gelobt sei er. Nur durch Isboidedus, nur durch einsame ausschließen die Gesellschaft in die Wüste, in eine Meer, in eine Grübe. Nur dort, beim Füttern Schaf im Feld als Schafhirte, dort kann man bleiben ein Zadik. Ot der Derech von dem Josef Azadik, diesen Weg von dem heiligen Josef, ist besonders erheben und wichtig. Es ist für uns eine wichtige, aktuelle Lehrstandpunkt zu unserem Leben. Weil eigentlich ist das der Tachlis von dem ganzen Welt beschafft. Das ist das Ziel, dem Tachlis von diesem ganzen Welt Schöpfung. Der Ebischter hat beschaffen der Welt, kedei solaid in ihrer reinbringen das Licht von Gdusche.
Wenn Aid schließt sich ob in seine vier Ellen, oder er versteckt sich ergens in eine verworfene Heil, schafft er Take für sich die beste Bedingungen zu dienen dem Ebesten, ohne Menies wie Kuvim, ohne Störungen und Verzögerungen. Für sich, aber nicht für die Welt. Die Welt wird durch ihn nicht ausgeedelt. Die Welt braucht Menschen, die diese Welt edel machen. Bisschen belichtigen. Bisschen mit Ideale und Gottes Wärme runterzubringen. Nicht bloß und nicht gebunden mit Gdusche. Verkehrt. Geh mit Asa Noge verständig, als der Eindruck, dass die Göttlichkeit ist kein Widerspruch, ist keine Stieredik, einer zu dem anderen. Das haben sie gesehen bei Josef. Der Gegenüber, wenn Aid lebt in der Welt, mit allen Havenischen und Tirdes, mit allen weltlichen Joch, Sorgen, Probleme, und von dem wegen und trotzdem lebt er, wie Aid darf leben, nicht machen dich, also kein Schumpschores, keine Kompromisse von Abneigungen von Torah und Jiddischkeit, bringt er rein durch seine sture Linie in Jiddischkeit die göttliche Licht in diese Welt. Er erweist, als wir kennen vielen Geschäften und machen Business mit Joischer, mit Ehrlichkeit, mit Gradlinigkeit, opiten dich gleichzeitig wie gehörig alten Schabbes und Jontef und bestimmten täglichen Zeiten zum Lernen teure. Er ist überzeugt, dass alle seine Umgebung herum ihm und er kann machen viel für die Gesellschaft. Und dabei hat er saubere Hände und reinem Gewissen. Bedingungen dem Zibur und Dreitschaft. Er kann auch Menschen dienen mit Treue und Zufriedenheit. Bei jeder Beschäftigung kann man dem Ribbonischen Olam leben. Der Jid bringt rein dem Ribbonischen Olam in der Welt. Das ist der Tachlis von der Welt. Liebe Abba, bleib gesund und stark. Ich danke dir für so viel, dass du hast uns gebracht, die Liebe und die Überzeugung und die Wille lernen, teure. Jetzt ist eine Zeit, wir müssen tief alle einatmen und der Ribbonische Leulon wird helfen, dass wir werden uns bald wiedersehen, lebendig, freilicher Reit und jeder, wo er sich befindet in der Welt, alle Brüder, die ganze Mischproche, jeder soll wissen, dass unsere Aufgabe zu sein, Aid wie Josef, in die Welt, in die Metropolien, in Moskwa, in die Welt, wo man sich befindet, in Frankfurt, egal wo man lebt, soll man dort bringen, Jiddischkeit, braucht man nicht anklopfen zu einem Ort. Der Rebbe soll helfen, sollen wir lernen, auf uns die Welt ein bisschen zu beleuchten. Bleib mir gesund und stark, ich bin stolz auf dir und bleib weiter in deiner positiven Linie und Hoffnung und Beschäftigung und bald soll das alles weiter aufhören und du sollst weiter verbreiten Jiddischkeit und Torah und in Russland und in alle Sprachen. Litraot aber, tia bari vechazak, Hashem ishmor otcha, be'ahava ve'aracha. Shlomo, bye, nedaber ba telefon.